Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review auf replayhandball.de. Hummel bringt einen neuen Top-Schuh für 130 Euro auf den Markt, den Aerocharge HB 220. Eine Mischung aus Speed und Stabil als Mid-Cut-Variante. Was der Schuh drauf hat, was er kann, was er nicht kann, jetzt im Detail. Die Hummelschuhe hatten in den letzten Jahren gerade im hochpreisigen Profisegment keinen besonders guten Ruf. Vor allen Dingen im Speed-Bereich hatte Hummel lange Zeit keinen einzigen Schuh zu bieten. Das haben sie jetzt mit dem Aerocharge ein bisschen geändert. Der HB 220 Aerocharge ist zwar ein Mid-Cut-Schuh, ist aber trotzdem dadurch, dass das Upper-Material relativ leicht gehalten worden ist, definitiv nicht so schwer wie Konkurrenzmodelle in dieser Preisklasse. Das schafft Hummel dadurch, dass sie im Upper-Material auf sehr leichte Materialien setzen und auch das Upper-Material sehr dünn halten. Im Vorderfuß wird durch diese Aerofit-Technologie hier mit PU-Verstrebungen, die über den Vorderfuß laufen, der Fuß recht gut im vorderen Teil des Schuhs fixiert und kann hier auch über zwei Laschen, die an dieses Aerofit-Material angegliedert sind, sehr gut und stabil fixiert werden. Ansonsten ist das Upper-Material geprägt durch, wie schon angesprochen, sehr leichtes Material, sehr flexibles Material. Das geht ein bisschen zu Lasten der Stabilität im Mittelfußbereich, trägt aber einfach dem Rechnung, dass ein Speed-Modell natürlich vor allen Dingen erstmal durch Leichtigkeit überzeugen muss. Im Fersenbereich eine gute Polsterung der Ferse, die Achillessehne sitzt oder die Ferse sitzt hier inklusive der Achillessehne recht fest und gut gepolstert im hinteren Teil des Schuhs. Ganz hinten dieser PU-Cage, der die Ferse fixiert und sehr, sehr stabil ist und damit vor allen Dingen im hinteren Bereich für einen festen und guten Sitz sorgt. Diese Mid-Cut-Variante, ein relativ hoher Schaft hier, tut natürlich der Stabilität und dem Fixieren des Knöchels sein Übriges. Im hinteren Bereich in der Ferse eine klassische EVA-Dämpfung, ihr seht das schon in den Aussparungen hier vorne, relativ hart abgestimmt, das trägt dem Rechnung, dass es insgesamt eher ein Speed- als ein Stabilschuh sein soll, Dämpfung ist trotzdem ausreichend. Im Mittelfuß seht ihr schon diese PU, diese Kunststoffverstrebung, die den Mittelfuß nach innen halbwegs flexibel hält, nach außen, die Stabilität ist in Ordnung, aber jetzt nicht herausragend für ein Mid-Cut-Modell. Im vorderen Bereich einen großen Drehpunkt hier vorne, nichts Ungewöhnliches. Ansonsten eine relativ flexible vordere Sohlenpartie, getrennt hier in diese Bereiche. Also ein sehr flexibles vorderes Element, ein stabiles Außenelement hier, was die seitliche Stabilität verstärken soll. Und etwas Besonderes, was sich Hummel für sein Topmodell einfallen hat lassen, eine Powerplate. Ihr seht das hier vorne, das ist eine Kunststoffplatte, die so ein bisschen an die Wave-Technologie von Mizuno erinnert, die auch durch den ganzen Schuh läuft im Mittelfußbereich, auch nochmal so aufgestellt ist, dass so ein kleiner Bounce-Effekt auch entsteht und ihr bei allen Abdruckbewegungen nochmal ein bisschen nach vorne katapultiert werdet. Den Hummel Aerocharge HB 220 wird es in zwei Farben für Männer geben, nämlich in diesem Neongelb und hier vorne in dem Dunkelblau, was so leicht ins Lila abdriftet, sowie für Frauen in der Variante in Weiß und Lila. Der Aerocharge 220 von Hummel ist definitiv eine Steigerung zu den Modellen der letzten Jahre von Hummel. Qualität hat etwas zugenommen, auch wenn die Verarbeitungsqualität vielleicht noch nicht an Adidas oder Mizuno heranreicht. Kommt Hummel dem auf jeden Fall ein gutes Stück näher. Das ist eine interessante Variante als Mid-Cut-Schuh, trotzdem ein relativ leichtes Gewicht zu haben, also eine Mischung aus Speed und Stabil herzustellen, und für Spielerinnen und Spieler, für die das interessant ist, die sollten sich den Hummel Aerocharge 220 auf jeden Fall mal näher anschauen. Wir würden den Schuh für Rückraumpositionen, für agile, flexible Spieler empfehlen, deswegen ist Paul Drucks wahrscheinlich auch derjenige, der diesen Schuh für Hummel trägt. Ansonsten würden wir ihn empfehlen für Spielerinnen und Spieler, die einen eher breiteren Fuß haben und vielleicht sowohl im Rückraum als auch manchmal am Kreis eingesetzt werden können, weil er eigentlich für beide Positionen durch seine stabilen und auch Speed-Elemente gut geeignet ist. Empfehlen würden wir den Schuh auf jeden Fall in einer normalen Größe, die ihr normalerweise auch in euren Sportschuhen habt. Der Schuh fällt relativ neutral aus. Für alle weiteren Fragen oder für Unterstützung im Entscheidungsprozess, welchen Handballschuh ihr haben möchtet, gerne einen Kommentar hinterlassen hier im YouTube-Channel oder auf unserer Facebook-Seite oder ruft direkt an auf replayhandball.de und bis zum nächsten Mal.